claro. Schrecksekunde im spanischen Galizien. Regierungschef Mariano Rajoy bekommt einen Schlag ins Gesicht. Der Angreifer ist ein 17-Jähriger, der sich in Polizeigewahrsam befinden soll. Rajoy, der einen Wahlkampfauftritt in Pontevedra hat, kann seinen Rundgang durch die Stadt nach dem Vorfall fortsetzen. Seine Brille ist dabei allerdings zu Bruch gegangen. In Spanien wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt.